Hallo und herzlich willkommen zu unseren Simba-Einführungsvideos. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Simulation ausführen. Hier sehen Sie das Modell einer einfachen Kläranlage. Wenn Sie wissen möchten, wie dieses Modell aufgebaut wird, schauen Sie sich dazu unser Einführungsvideo an. Das Modell soll über 200 Tage simuliert werden. Geben Sie als Start- und Endzeitpunkt jeweils 0 und 200 Tage an und wählen Sie als Anfangszustand Standard aus. Drücken Sie nun die grüne Play-Taste, um die Simulation zu starten. Wenn die Simulation beendet ist, erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms in der Registerkarte Meldungen der Hinweis Simulation Done und die Rechendauer der ausgeführten Simulation. Klicken Sie auf eine Linie oder einen Block, um sich die Simulationsergebnisse in der Registerkarte Ergebnisse anzeigen zu lassen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Linie des Nachklärablaufs klicken, werden die Ergebnisse für diesen Stoffstrom angezeigt. Sie sehen eine Liste der Zustandsvariablen mit ihren aktuellen Werten, hier Konzentration und der Volumenstrom. Darunter finden sich daraus generierte Größen wie der TS-Gehalt oder der Gesamt-CSB. In der zweiten Tabelle werden die dazugehörigen Frachten aufgeführt. Wenn Sie auf einen Block, wie zum Beispiel das Denitrifikationsbecken, klicken, erhalten Sie Informationen über dessen Zustände sowie Angaben zu den gewählten Blockparametern. In der oberen Leiste befinden sich ein Schieberegler, mit dem Sie einstellen können, welchen Tag der Simulation Sie betrachten möchten. Wenn Sie den Schieber anklicken, gedrückt halten und ihn hin und her bewegen, können Sie sehen, wie sich die Ergebnisse ändern. Das Fenster links neben dem Schieberegler zeigt an, an welchem Zeitpunkt der Simulation Sie sich gerade befinden. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben und weiterhin viel Spaß mit Simba!